Ja, nun möchte ich dann Frau Essel ganz herzlich begrüßen. Sie wird über Paschnet Materialien für den DAF-Unterricht sprechen. Liebe Frau Essel, herzlich willkommen bei GetWiko 24. Schön, Sie auch Hallo. zu sehen. Ja, ich hoffe, Sie Hallo. können mich sehen und hören. Ja, ganz Vielen Dank. gut. Ganz gut. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag und übergeben Ihnen nun das Wort. Okay, vielen Dank. Dann teile ich gleich mal meinen Bildschirm. Genau, dann sehen Sie meine Präsentation. Ich hoffe, Ja, das hat gut das funktioniert. klappt. Gut. Perfekt. Genau, also auch von mir nochmal ein herzliches Hallo zu dem heutigen Online-Treffen. Wir von Paschnet haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir heute hier bei der GetWiko 24 dabei sein dürfen und ja, die Website der Pasch-Initiative vorstellen dürfen. Kurz zu mir, ich heiße Anne Essel, ich bin Paschnet-Redakteurin und kümmere mich um die Inhalte der Pasch-Website, um einige Inhalte der Pasch-Website. Und genau, hier auch nochmal mein Bild. Genau, natürlich mache ich das nicht alleine, sondern arbeite in einem Team. Normalerweise sitzen meine Kolleginnen vom Goethe-Institut mit mir in der Zentrale in München. Im Moment sind wir alle im Homeoffice und außerdem unterstützen uns auch noch Mitarbeitende der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen beim Erstellen der Inhalte für die Pasch-Website und die Kolleginnen und Kollegen der ZFA sitzen in Berlin und in Bonn normalerweise. Genau. Zum Ablauf der Präsentation. Ich werde ganz kurz auf die Pasch-Initiative eingehen, dann im Hauptteil Angebote von Paschnet vorstellen, die für Sie im DAF-Unterricht interessant sein könnten. Und zum Schluss ja, wird es noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und ich werde versuchen, auf Ihre Fragen einzugehen. Dann beginnen wir mit der Pasch-Initiative. Pasch steht für die Initiative Schulen Partner der Zukunft. Die Initiative wurde noch vom damaligen Bundesaußenminister, Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier, ins Leben gerufen. Sie wird vom Auswärtigen Amt koordiniert und gefördert und von den Pasch-Partnern gemeinsam umgesetzt. Wer sind die Pasch-Partner? Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst und der Pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz. PASCH ist ein weltweites Netzwerk von Schulen, an denen Deutsch einen besonderen Stellenwert hat. Die Initiative will junge Menschen zum Deutschlernen motivieren. Sie will als eine Begeisterung und ein Interesse für Deutschland wecken, das möglichst nachhaltig. Und ja, sie will die jungen Menschen auch über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland informieren. Ich habe jetzt auch ein paar Zahlen mitgebracht, damit Sie sich einfach die Größe des Netzwerks besser vorstellen können. Genau, Paschnet wurde 2008 ins Leben gerufen, konnte also 2018 bereits die Initiative konnte bereits ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Zum Netzwerk der Pasch-Initiative gehören 2000 Schulen, an denen Deutsch ja einen besonderen Stellenwert hat. Es gibt Pasch-Schulen in 120 Ländern und auf diese Schulen gehen insgesamt ungefähr 600.000 Schülerinnen und Schüler. Genau, dann kommen wir jetzt aber auch schon zur Pasch-Website, zu Paschnet. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, im März 2020, also vor ein paar Monaten, wurde die Website gelauncht. Also sie hat ein neues, schönes, modernes Layout erhalten, in dem auch Bilder jetzt gut zur Geltung kommen. Ich weiß nicht, ob Sie Paschnet vielleicht auch vorher kannten, also vor dem Relaunch. Die alte Website war in drei Bereiche aufgeteilt. Es gab den Lehrerbereich, den Schülerbereich und den allgemeinen Bereich. Das ist jetzt nicht mehr so, weil das teilweise eben als etwas verwirrend empfunden wurde. Jetzt gibt es nur noch eine Ebene mit einer Quernavigation am oberen Seitenrand mit den sechs Menüpunkten Lernmaterial, Wettbewerbe, Projekte, Studieren in Deutschland, Schulen und Pasch-Initiative. Und ja, auf einige dieser Punkte werde ich im Laufe der Präsentation noch eingehen. Und eine weitere wichtige Neuerung
ist, dass PushNet auch eine Mobilversion erhalten hat. Das heißt, man kann die Website heute auch problemlos vom Handy oder vom Tablet aus aufrufen. Das war sehr wichtig, weil wir eben festgestellt haben, dass PushNet immer häufiger einfach auch vom Smartphone aufgerufen wurde. Genau, dann noch eine grundsätzliche Information zur Struktur von PushNet. Es gibt also den öffentlichen Bereich mit frei zugänglichen Angeboten für DAF-Lehrkräfte weltweit. Also für diesen Bereich oder um diese Informationen und Inhalte zu nutzen, muss man nicht angemeldet oder registriert sein. Sie sind frei zugänglich und man kann sie eben, man kann diese Beiträge ansehen und auch teilweise Inhalte downloaden. Und für alle PASH-Lehrkräfte und PASH-Schülerinnen und Schüler gibt es auch die Möglichkeit, sich bei MeinPASH, also im geschlossenen Bereich von PASHNet, zu registrieren und sich dann anzumelden. Und dadurch hat man dann oder haben diese PASH-Zugehörigen dann auch noch Zugriff auf weitere Angebote wie die PASH-Communities oder die PASH-Lernplattform. Ich werde heute aber eben die frei zugänglichen Inhalte von PASHNet vorstellen. Und dann kommen wir auch schon zum Lernmaterial, das ist wahrscheinlich der Bereich, der am häufigsten aufgerufen wird und Sie wahrscheinlich auch stärksten interessiert. Hier sehen wir die Übersichtsseite des Lernmaterials. Alle neuen Beiträge werden immer zuerst aufgelistet und Sie können hier schon erkennen, die Beiträge sind auch immer mit dem Sprachniveau gekennzeichnet, für das sie sich eignen. Und wenn die Beiträge sich zum Beispiel auch für die Prüfungsvorbereitung eignen, wie jetzt in diesem Fall, das ist ein Text, der sich eben zur Vorbereitung auf die DS2-Prüfung eignet, dann ist das auch so mit einem kleinen Label schon im Teaser-Text gekennzeichnet. Genau. Und bevor ich Ihnen jetzt einige einzelne Beiträge vorstelle, wollte ich Sie auch noch auf diesen blauen Button hier hinweisen. Das ist nämlich auch neu auf der PASH-Website. Wenn Sie auf diesen Button klicken, entfaltet sich ein Filtermenü. Und wenn Sie jetzt auf der Suche nach einem ganz bestimmten Lernmaterial sind, können Sie eben eingrenzen, zum Beispiel in welchem Themenbereich Sie dieses Lernmaterial suchen. Also wir haben 6 Themenbereiche: Kultur und Musik, Politik und Geschichte, Schule und Ausbildung, Sport und Gesundheit, Stadt und Leben, Wissen und Umwelt. Sie können auch angeben, für welches Sprachniveau Sie das Lernmaterial suchen und ob Sie sich gerne ein Audio, einen Lesetext, ein Video anzeigen lassen möchten. Und wenn Sie hier bei Format dieses Kästchen markieren, Unterrichtsmaterial, dann werden Ihnen nur Beiträge angezeigt, für die es auch Unterrichtsmaterial zum Download gibt, also sprich Arbeitsblätter. Und das ist auch neu auf PushNet. Sie können die Beiträge auch danach filtern, ob sie sich eben für die Prüfungsvorbereitung eignen, zum Beispiel für das Goethe-Zertifikat A1, Fit in Deutsch oder das Goethe-Zertifikat A2, Fit in Deutsch 1 oder für das Goethe-Zertifikat A2, Fit in Deutsch oder eben auch für die DSD1 oder DSD2-Prüfung. Also das alles kann man filtern. Genau, was ist uns wichtig bei den Beiträgen, die wir für PushNet erstellen oder erstellen lassen? Dass sie sich an ein jugendliches Publikum, also eine jugendliche Zielgruppe richten oder dass sie diese Zielgruppe auch ansprechen, dass die Beiträge ein aktuelles Deutschlandbild vermitteln, dass die Beiträge authentisch und aktuell sind. Und deshalb lassen wir auch immer wieder, also Jugendliche selbst, also Jugendliche aus Deutschland oder PASH-Schülerinnen und Schüler in den Beiträgen zu Wort kommen. Hier habe ich auch einfach ein paar Fotos von Beiträgen mitgebracht, die wir für die Beiträge erstellt haben. Hier oben sieht man eben gerade das aktuelle Thema, das wir im Oktober eingestellt haben. Hier geht es um das Thema 30 Jahre Wiedervereinigung. Und hier haben wir Jugendliche aus ganz Deutschland befragt, also Interviews geführt und sie gefragt, was für eine Bedeutung eben dieses Thema Wiedervereinigung für Sie in Ihrem Leben heute noch hat. Genau. Und dann möchte ich Ihnen eben ein paar Beispiele zeigen. Ich habe hier mal einen Lesetext mitgebracht. In dem Beitrag geht es um das Thema Feste weltweit. Also PASH-Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt haben ein Fest aus ihrem Land vorgestellt mit einem
Foto und einem kurzen Text. Und ja, hier wollte ich Sie darauf hinweisen, dass alle Texte auch mit Worterklärungen versehen sind. Also das heißt, alle Wörter, die für das Sprachniveau neu oder schwierig sind, sind so leicht unterstrichen. Und wenn man dann beim Lesen mit dem Cursor über dieses Wort fährt, entfaltet sich so ein kleiner Kasten mit einer Worterklärung. Und diese Lesetexte stehen natürlich dann auch als Word-Dokument oder als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung. Und auch in diesen Dokumenten, die Sie herunterladen können, sind die Worterklärungen enthalten. Gut, dann habe ich auch ein Beispiel für ein Video mitgebracht. Also Sie finden auf PushNet auch zahlreiche Videos. In diesem Beitrag geht es um das Thema Mein Sport und Jugendliche stellen eben verschiedene Sportarten vor. Ich würde Ihnen jetzt gerne das Video von Theresa zeigen. Dafür gehe ich auf die Website. Genau, zu diesem Beitrag gehören insgesamt 4 Clips. Ich möchte Ihnen aber jetzt das Video von Theresa zeigen. Also hier können Sie auch nochmal sehen, das ist zum Beispiel ein Beitrag, der sich für die Vorbereitung auf die Fit-Prüfung eignet. Und genau, hier haben wir das Video und hier wollte ich Ihnen auch noch zeigen, dass Sie das Video mit und ohne Untertitel abspielen können. Und genau, dann lasse ich das Video jetzt einfach einmal laufen und Sie können sich den Clip kurz ansehen. Meine Tante hat mit meiner Mama und meinem Papa einen Klatscherkurs gemacht. Meinen Eltern hat es sehr gut gefallen. Sie haben mich gefragt, ob ich es auch ausprobieren möchte. Zuerst habe ich 2 Kurse in der Kletterhalle gemacht. Seit einem halben Jahr gehe ich mit 4 anderen Kindern und einem Trainer jeden Freitag für 2 Stunden zum Klettern. Meine Freundin aus dem Kindergarten ist auch dabei. Seit wir in die Schule gehen, haben wir uns fast nicht mehr gesehen. Es ist schön, dass wir jetzt oft etwas gemeinsam machen. Klettern ist ein Sport, den man zu zweit macht. Einer klettert und der andere sichert mit einem langen Seil. Man muss gut aufpassen. Die Person, die unten steht, muss das Seil immer gut nachziehen und richtig festhalten. Da darf man keinen Quatsch machen. Mir macht Spaß, dass man so hochklettern kann. Man muss auch keine Angst haben. Wenn man fällt, fällt man in das Seil. Ich mag auch gerne Bouldern. Das ist Klettern ohne Seil. Dabei klettert man aber nicht sehr hoch und der Boden ist weich. Genau, das war der Clip von Theresa, in dem sie eigentlich, ja, wie ich finde, sehr schön erklärt, was ihr am Klettern gefällt. Dann gehe ich zurück zur Präsentation und eine Folie weiter. Ich möchte Ihnen auch noch einen Beitrag zeigen für den es Audios gibt. Und auch hier gehen wir einfach noch mal kurz zurück auf die Website. Also der Beitrag besteht aus Text, Fotos und Audios. Hier haben wir eben Jugendliche gefragt, wie sie das Internet nutzen, wie lange, für was. Und Jakob äußert sich hier auf die Frage, wie sich das anfühlt heutzutage, wenn man eigentlich ständig erreichbar ist. Und ja, das Audio lasse ich auch kurz abspielen. Ich meine, das soll man auch einfach nicht. Also die ganze Zeit immer nur erreichbar sein ist blöd, weil ich merke es selber, ich habe mein Handy jetzt erst zum 14. Geburtstag bekommen. Also ich bin da auch so ziemlich der Einzige gewesen. Jeder aus meiner Klasse hatte das immer. Und ich kann das, glaube ich, relativ gut einschätzen. Trotzdem, früher habe ich viel mehr gelesen und jetzt lese ich einfach viel mehr weniger, weil auch die Zeit vom Handy einfach drauf geht. Genau. Und das wollte ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Also wenn Sie dann an das Ende der Seite scrollen, finden Sie den Text mit den Worterklärungen, die Transkripte zu den Audios. Hier in diesem Fall gibt es auch das Unterrichtsmaterial und auch die Audios selbst zum Herunterladen. Also wenn Sie das gerne jetzt im Unterricht zum Beispiel oder in einem Kurs nutzen möchten und Sie sind sich nicht sicher, ob die Internetverbindung stabil genug ist, dann können Sie sich das auch vorab herunterladen und dann im Unterricht einsetzen.
Genau, dann nochmal zurück auf die Website. Hier wollte ich Ihnen einfach auch nochmal Arbeitsblätter zeigen, die wir zu den Beiträgen erstellen. In den Arbeitsblättern gibt es Übungen zum Wortschatz, Leseverstehen, Hörverstehen, Schreibübungen, Sprechübungen und einfach aufgrund der Erfahrungen in den letzten Wochen versuchen wir beim Erstellen der Arbeitsblätter in Zukunft auch einfach immer mitzudenken, wie man diese Übungen auch im digitalen Unterricht einsetzen kann und dann Tipps in den Arbeitsblättern mit aufzunehmen, wie sie das im digitalen Unterricht zum Beispiel in Breakout Rooms oder mit gewissen Tools aufbereiten können. Hier noch kurz der Hinweis, dass auch bei den Beiträgen, das haben Sie vielleicht schon gesehen, auf der linken Seite immer ein grüner Kasten mitläuft. Hier steht immer eine Impulsfrage. Hier wollen wir die Schüler dazu motivieren, also wenn sie den Text gelesen haben, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, auch selbst einen Kommentar zu schreiben. Allerdings steht ja diese Funktion nur für registrierte PASCH-Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, aber die Kommentare lesen können alle Nutzer von PASCH.net. Genau, hier wollte ich nochmal zeigen, dass wir für die Materialien, die sich zur Prüfungsvorbereitung eignen, auch auf Übersichtsseiten zusammengefasst haben. Also wenn Sie hier auf diese Shortcuts klicken, finden Sie eben zusammengefasst alle Materialien, die sich für die Vorbereitung auf die Goethe-Zertifikate eignen. Und hier unter Sternchen-Themen finden Sie eben alle Materialien, die sich eignen, um die Schüler auf die DSD1 und DSD2-Prüfung vorzubereiten. Dann wollte ich Sie aber auch noch auf ein weiteres Angebot von PASCH.net hinweisen, nämlich die Online-Schülerzeitung PASCH Global. Im Grunde können alle PASCH-Schülerinnen und Schüler für PASCH Global Beiträge erstellen. In der Regel werden sie dabei von Lehrkräften vor Ort orientiert und betreut oder erstellen die Beiträge im Rahmen eines Workshops. Die Schüler können frei wählen, welchem Thema sie sich widmen, wie sie den Text oder den Beitrag aufbereiten, ob jetzt als Text oder als Videobeitrag oder als Fotostory. Und alle Beiträge sind natürlich auf Deutsch. Und ich habe jetzt auch mal einen Beitrag einfach beispielshalber mitgebracht. Der hat uns, glaube ich, gleich zu Beginn der Corona-Krise erreicht. Hier hat sich ein Schüler aus Hanoi Gedanken gemacht, also der Schüler bereitet sich gerade auf die DSD1-Prüfung vor, wie er eben das Internet dazu nutzen kann, Deutsch zu lernen, welche Apps sich eignen, ob es vielleicht sinnvoll ist, für soziale Medien auch eine Zeitbeschränkung einzurichten. Und ich finde, das ist ein Beitrag, der sich wirklich sehr schön auch im digitalen Unterricht einsetzen lässt. Hier vielleicht auch noch der Hinweis zu PASCH Global, dass auch die Beiträge von PASCH Global kommentiert werden können. Und anders als bei PASCH.net muss man hierfür nicht registriert sein. Also ja, alle Nutzer können die Beiträge von PASCH Global kommentieren. Und wir machen natürlich ein Monitoring. Wir schauen uns an, welche Beiträge da geschrieben werden. Und wenn da irgendetwas gegen unsere Etikette verstößt, dann gehen wir auch dagegen vor. Genau. Wollte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir das PASCH.net natürlich auch in den sozialen Netzwerken vertreten ist. Wir haben eine Facebook, eine Instagram, einen YouTube- und Twitter-Kanal. Auf Facebook richten wir uns vor allem an Lehrkräfte oder Lehramtsstudierende und informieren über neue Angebote von PASCH.net, über neue Lehrmaterialien und über Schulungen. Auf Instagram richten wir uns schon an ein etwas jüngeres Publikum, also vor allem Schülerinnen und Schüler im Alter so zwischen 12 und 18 Jahre. Es gibt auf Instagram eigentlich fast täglich kleine Übungen und Aufgaben zum Deutschlernen, also Quizzes. Wir nutzen dafür sehr stark die Story-Funktion, Quizzes, Umfragen und wir sind jetzt seit diesem Jahr auch dazu übergegangen, unsere Lernmaterialien auch auf Instagram aufzubereiten. Und hier habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Also wir hatten im Anfang des Jahres einen Beitrag zum Thema Karriere in Deutschland, in dem PASCH-Schülerinnen und Schüler und PASCH-Alumni über erste berufliche Erfahrungen in Deutschland berichtet haben. Und dann hatten die Nutzerinnen und Nutzer
von Instagram auch die Möglichkeit, den Protagonistinnen aus diesem Beitrag eben über die Story-Funktion Fragen zu schicken. Und Tina Thien, die heute bei der BMW Group arbeitet, und Franziska, die eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, zur Pflegerin macht, haben sich dann eben bereit erklärt, auch auf diese Fragen zu antworten. Genau, hier antwortet Franziska eben auf die Frage, ob es für sie nach der Ausbildung schwer war, einen Job in Deutschland zu finden. Das würde ich auch noch gerne schnell abspielen. In meinem Fall war es nicht schwer, einen Job zu bekommen, weil man als Pflegefachkraft sehr gefragt ist, und deswegen bin ich auch nach der Ausbildung gleich übernommen worden von dem Krankenhaus, wo ich dann mal die Ausbildung gemacht habe. Genau, und solche Aktionen geben uns einfach dann die Möglichkeit, die Interaktion noch zu verstärken, und die Jugendlichen haben die Möglichkeit, einfach selbst auch nochmal Fragen einzureichen. Dann veranstalten wir auch viele Hashtag-Aktionen. Wir hatten zum Beispiel diese Hashtag-Aktion Pasch bleibt zu Hause. Da haben wir die Schüler aufgefordert, uns zu schreiben, wie sie mit der Corona-Krise umgehen, wie sie Deutsch lernen. Also, und ja, wir waren wirklich dann teilweise sehr beeindruckt und berührt über die vielen schönen Beiträge, die da entstanden sind. Manchmal übernehmen Pasch-Schülerinnen und Schüler aber auch selbst den Paschnet-Instagram-Kanal und berichten von Pasch-Aktionen in ihren Regionen. Aber es gibt auch große Takeover-Projekte, die langfristig geplant sind. Im Moment läuft ein Takeover, also oder läuft das Takeover-Projekt Pasch in Deutschland. Einmal im Monat übernehmen bei dem Projekt jetzt Schülerinnen und Schüler von PAD-Schulen, also von deutschen Schulen, den Instagram-Kanal und berichten ja über ihre Region, über ihre Schule, über Verkehrsmittel in ihrer Stadt und äußern sich aber auch zu Themen wie zum Beispiel zur Klimabewegung oder zum Thema EU. Und ja, wir sind einfach, also wir hatten uns einfach gedacht, es ist interessant, den Kanal auch mal an deutsche Schülerinnen und Schüler zu übergeben, weil wir einfach gemerkt haben, dass da die Nutzerinnen und Nutzer unseres Instagram-Kanals ein großes Interesse haben. Genau. Dann wollte ich Sie auch noch schnell auf den Menüpunkt Studieren in Deutschland hinweisen. Also hier finden Schülerinnen und Schüler, die Deutsch lernen, Informationen zum Thema Studium in Deutschland. Das Interessanteste an dieser Rubrik sind meines Erachtens die Erfahrungsberichte. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, uns einen Erfahrungsbericht anzuhören. Aber das sind eben Erfahrungsberichte von Pasch-Alumni, die jetzt mittlerweile in Deutschland leben und studieren oder eine Ausbildung machen und eben Schülerinnen und Schüler, die Deutsch lernen und mit dem Gedankenspiel nach Deutschland zu gehen, Tipps geben, ne, wie sie sich gut auf ein Studium zum Beispiel in Deutschland vorbereiten können. Genau. Und dann noch ein letzter Hinweis. Unter dem Menüpunkt Schulen haben wir diese Website eingebunden, www.partnerschulnetz.de. Genau, die Website unterstützt Lehrkräfte weltweit bei der Suche nach Schulpartnerschaften. Man findet aber auf der Website eben auch Anzeigen von deutschen Schulen, die eine Schulpartnerschaft eingehen möchten. Und ja, wenn Sie auf der Suche sind nach einer Schulpartnerschaft oder ein Gemeinschaftsprojekt mit anderen Schulen durchführen möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, einfach mal einen Blick auf diese Websites zu werfen. Genau, das waren die Informationen, die ich Ihnen heute präsentieren wollte. Und dann hätten wir jetzt noch die Möglichkeit, auf Ihre Fragen einzugehen. Ja, also Frau Essel, vielen Dank für den spannenden Vortrag und die vielen Infos und die vielen Hinweise auf die Materialien. Es sind unter Fragen zwei Fragen zu finden. Eine Teilnehmerin möchte wissen, ob man die Webseite mit den Lernmaterialien geben kann. Gibt es so einen direkten Link, den wir hier posten können im Chat? Mhm, genau, ich kann das auch nochmal hier auf die Folie zurückführen. Das ist, haben Sie das hier im Bild, www.pasch-net.de. Können Sie das sehen? Ja, also das kann ich dann schnell hier www.pasch-net.de. Genau, hier findet man die Pasch-Website. Okay, also dann ist das erledigt. Und dann gibt es noch eine Frage. Sind die Materialien alle frei verfügbar oder nur für Pasch-Mitarbeiter?
Nein, diese Materialien, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, also aus dem Bereich Lernmaterial, sind alle frei zugänglich. Also man muss sich dafür nicht registrieren oder anmelden und man kann diese Materialien auch einfach herunterladen. Ach, das ist dann sehr, sehr hilfreich. Ja, vielen Dank, Frau Essel, nochmal für den Vortrag, für Ihre Zeit. Und ich danke auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs aktive Zuhören und auch mitmachen durch die Fragen. Ja, also wir werden, Sie können weiterhin alle hier bleiben für den nächsten Vortrag oder Sie können sich mit anderen Kollegen und Kolleginnen austauschen im Kaffeeklatsch. Wir werden hier gleich mit dem nächsten Programmpunkt weitermachen. Sollten Sie einen anderen Raum betreten wollen, schließen Sie einfach dieses Fenster und am Ende der gesamten Konferenz bitte nehmen Sie an unserer Evaluation teil. Wir posten den Link dazu hier im Chat für Sie und nach der Evaluation erhalten Sie Ihre Teilnahmebescheinigung. Ja, also dann vielen Dank nochmal. Ja, ich bedanke mich auch herzlich für die Teilnahme und bei den Dankeschön. Moderatorinnen. Genau, vielen Dankeschön, ja. Dank. Okay, gerne. Vigi, würdest du mit der Aufnahmen. Aufzeichnung?